Ich hab Wusel beim Schummeln erwischt und deswegen ist immer noch nicht raus, wer das Königskostüm tragen darf. Könige lebten im Mittelalter in Schlössern und Burgen. Und im Winter war es da nicht nur kalt, sondern aus unserer Sicht auch sehr, sehr langweilig. Es gab weder Fernsehen noch Internet. Und die paar Bücher, die es gab, die mussten mit der Hand geschrieben werden. Und deshalb waren sie sehr teuer. Und zur Unterhaltung hatten Könige Hofnarren. Die waren sowas wie die Clowns und Comedians des Mittelalters. Ja, das hat bestimmt Spaß gemacht. Ja. Hey, du wolltest doch eben noch König werden. Und du doch auch. Ich habe mich als Erster umentschieden. Und dafür bin ich lustiger als du. Was? Ich bin der viel bessere Witzeerzähler von uns. Nee. Na gut, dann hau mal deinen Besten raus. Ja, pass auf. Also, da kommt ein Papagei zum Arzt und sagt, Herr Doktor, haben Sie Möhrchen? Und, nee, das ging irgendwie anders. Moment, der Papagei kam doch zum Arzt. Wusel, und hat gesagt, nee, ich nehme schon mal die Hofnarrenklamotten. Moment. Erstmal musst du einen Witz erzählen. Nichts leichter als das. Also, kommen der Papst, ein Pinguin und ein Schotte in eine Bar. Kommt der Papst zum Pinguin? Puh, auf Befehl ist das gar nicht so leicht. Wusel, dann bin ich jetzt wohl... Nichts bist du. Als König befehle ich, dass ich das Narrenkostüm kriege. Hoheit, darf ich euch dann vielleicht die Krone? Vielen Dank. So, und jetzt bin ich König. Hä? Und ich befehle, dass ich der Hofnarr bin. Hey, ich hab's aber zuerst befohlen. Na und? Wie haben die Kinder im Mittelalter gelebt? Zur Schule ging fast niemand. Was sich im ersten Moment nach endlosen Ferien anhört, war damals aber kein Spaß, im Gegenteil. Arme Kinder mussten von klein auf arbeiten, meistens auf dem Feld. Reiche Kinder von Fürsten bekamen eine praktische Ausbildung, vor allem im Reiten und Kämpfen. Das galt aber nur für Jungen. Mädchen wurden möglichst jung verheiratet. Wer wen heiratete, das entschieden meist die Eltern. Sich im Mittelalter sauber zu halten, war nicht einfach. Wenn es Toiletten gab, dann Plumpsklos. In den Städten wurde das meiste auf die Straße befördert. Dadurch hat es sehr gestunken. Und auch Krankheiten konnten sich deshalb viel leichter verbreiten als heute. Forscher glauben aber, dass zumindest reiche Menschen großen Wert auf Zahnpflege gelegt haben. Dazu wurden gut riechende Blätter gekaut. Zahnbürsten gab es noch nicht. Und wie war das Essen? Ein Getreidebrei war die Hauptnahrungsquelle für arme Menschen. Damals kam fast alles aus der Gegend, in der man wohnte. Und eben nur zu der Jahreszeit, in der es wuchs. Brot und einfaches Gemüse gab es auch. Und die Reichen? Die konnten sich teures Fleisch leisten und sich satt futtern. Das Essen im Mittelalter war wohl sehr scharf. Denn Fisch und Fleisch wurden meistens mit Salz haltbar gemacht. Und um den Salzgeschmack zu überdecken, würzten die Menschen das Essen eben scharf.